Oh, eine neue Woche beginnt. Endspurtdach. Aber diesmal Endlich. wirklich. Ja. Ja, Drückt also mal die Daumen, dass das Wetter mitspielt. ja, da ist der Hauptfaktor gerade. Ja, und dann geht es natürlich weiter hier an den Decken, haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Und ja, mal sehen, wie weit wir kommen. Ja, wie ihr im letzten Video schon mitgekriegt habt, habe ich ja an der Stelle dort die Ziegel ein paar Zentimeter zu klein geschnitten. Das heißt, ich muss jetzt nochmal neue schneiden. Ich habe mir die vier Ziegel jetzt hier schon mal neu zugeschnitten und jetzt decke ich den ganzen Teil hier nochmal neu. Anne und Samuel sind auch gerade eingetroffen. Zwischenzeitlich können sie mir dann immer Ziegel hochbringen und dann kann ich hier fleißig decken. Ganze ausgerichtet und neu zuschneiden hat sich echt gelohnt. Jetzt ist es auch wirklich gerade. Jetzt bin ich zufrieden, weil die Hofseite ist ja immer das, was wir die ganze Zeit sehen, selbst wenn wir hier in der Außenküche sitzen. Und mir hat das überhaupt nicht gefallen. Jetzt sieht es schick aus. Wir waren gerade noch Pflanzen shoppen und bei uns sind ja einige Sachen nicht aufgegangen, wie zum Beispiel der Kohlrabi, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Und da habe ich jetzt einfach hier nochmal so einen kleinen Sixpack an Kohlrabi-Pflanzen geholt. Dann eine Paprika. Das hier war die Zucchini. Uwe wollte unbedingt nochmal eine Zucchini. Dann hier eine Physalis und eine Gurke, die hier ist nämlich schon schön groß. Also falls mir Schnecken, die Gurke, die ich da hinten ausgesät habe, tatsächlich komplett abtreffen sollten, habe ich hier nochmal so ein Backup. Und für den kleinen Garten hier vorne noch eine, ja, Steingartenpflanze, würde ich mal sagen. Ich fand das so witzig, wie das hier in Kreisen sich so absetzt. Und eine Gewürztagetes, die kommt hier vorne dann rein, wenn ich die Winterkresse rausgerupft habe. Ja, und Uwe ist schon fleißig dabei da oben. Das Wetter ist unglaublich beschissen fürs Dachdecken. Deshalb weiß ich auch noch nicht genau, wie viel wir heute am Dach machen werden. Ich werde jetzt auf jeden Fall mir meinen Sohn schnappen. Genau. Und dann werden wir drinnen erstmal noch ein bisschen was rumräumen und vielleicht anfangen mit der Wohnzimmerdecke. I'm stranded, a castaway on unknown shore. Although a stranger in this content, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom. Although it hurts.
So, hier oben geht es auch erstmal weiter. Hier unten, haben wir ja gesagt, wollen wir die Zwischendecke aufmachen. Aber ich drehe euch mal rum. Wie ihr seht, ist hier noch alles voll mit Werkzeugen, mit Materialien und Abschnitten und anderen Sachen. Und deshalb wird jetzt hier erstmal rumgeräumt. Ich bin zum Glück nicht alleine, denn dieses ewige Treppen hoch und runter laufen geht ganz schön auf die Knie, vor allem bei so einer steilen Treppe. Und da ist es ganz schön, wenn man dann noch ein paar jüngere Beine mit dabei hat, ne? Juhu! Okay, jetzt werden wir aber erstmal, glaube ich, das Material erstmal so ein bisschen hin und her sortieren und dann geht's los. Heute ist Sonntag und wir nutzen noch die letzten 2 Stunden, die unser Sohn noch da sind und schleppen mal noch die ganz schweren Sachen aus dem Haus, nämlich die Badewanne und die Eisenbahnschienen. Und ja, das wird, wie ihr gleich sehen werdet, auf jeden Fall Millimeterarbeit. Drückt mal die Daumen, dass wir da vorbeikommen. Denn dieser Durchgang hier zwischen Gerüst und Türrahmen ist quasi genau die Breite von der Badewanne. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das hier durchnavigiert kriegen. Der Raum wird wieder größer. Die Badewanne ist raus und jetzt haben wir schon den ersten Träger raus und jetzt kommen noch die anderen 3. Die sind gar nicht schwer. Ich habe es mir extra verkniffen zu fragen. Tja, da hier die Palette steht, können sie nicht einfach hier lang laufen, sondern müssen einmal ums ganze Beet rum. Ich habe gestern mir beim Leiter hochklettern erstmal schönes Knie so ein bisschen überdehnt und ja, muss jetzt vorsichtig sein mit Leiter, genau, und Treppen hochgehen. Deswegen machen wir heute nicht Ziegel, sondern machen heute ein bisschen auf dem Dachboden. Ja, genau. Na gut, gucken wir mal, wie weit wir kommen mit dem Dreck. Guckt euch mal an, was der Uwe für eine Sauerei hier gemacht hat. Und ich muss das alles wieder wegräumen. So, das erste Feld haben wir jetzt hier bis zur Wohnzimmerdeckenwand aufgemacht. Hier konnten wir jetzt auch gleich schon mal sehen, wo der Schaden ist, weshalb hier diese ganzen Oberzüge sind.
man jetzt bestimmt alles nicht verstanden, was ich gesagt habe. Okay. Und ja, jetzt machen wir noch das zweite Feld auf. Das wollen wir heute noch schaffen. Und dann gehen wir in den wohlverdienten Sonntag, würde ich sagen, ne? Ja. So, hoffentlich schaffen wir das bis um 3. Aggression abgebaut? Ja, nein. Also, heute zwar nichts am Dach geschafft, aber dafür die beiden Felder freigelegt und vor allem wissen wir jetzt schon, wie wir die Stelle hier reparieren können bzw. sichern können, dass uns nicht irgendwann der Balken auf den Kopf fällt. Genau. Ne? Weiß ja nicht, ob man das sieht. Aber hier kommt die ganze Zeit der Staub unten aus der Haustür raus und aus den Fenstern. Heute ist wunderschönes Wetter. Das heißt, ich kümmere mich heute um den Schornstein da oben. Ja, mal gucken, wie ich da jetzt am sinnvollsten rankomme. Jetzt bauen die daneben schon wieder. Mal sehen, wie ich da am sinnvollsten rankomme, dass ich da oben auch ordentlich die Schieferplatten auf der Rückseite anbringen kann. Ja, jetzt geht erstmal die Schalung runter und dann gucke ich mal, wie die Betonplatte geworden ist. Diese ganze Fummelarbeit hier, die hat jetzt echt ein bisschen gedauert. Ich habe jetzt, weil ich muss ja unten noch eine Abdichtung machen, habe ich erstmal die Ziegel jetzt alle angepasst, dass die auch ringsum liegen, alles ausgemessen, dass ich auch die anderen Ziegel sauber rüberkriege. Und dann kann ich jetzt von unten anfangen mit dem Dichtband auf den Ziegeln und dann darauf die Schieferplatten setzen. Ja, der Tag ist schon wieder rum. Aber ich zeige euch mal noch, wie es von der anderen Seite aussieht. Also ich bin ganz zufrieden. Fürs erste Mal Schiefernageln hat alles ganz gut geklappt. War ein bisschen Fummelei, gerade weil ich halt nicht übers... Ich musste halt mich immer zu über den Fürst drüber lehnen. Deswegen habe ich das Ganze auch nicht aufgenommen, weil hier die ganze Zeit die Sonne in der Kamera war. Aber den Rest zeige ich euch dann natürlich gerne. So, es ist Montag. Und wir haben hier immer noch ein unglaubliches Desaster unten zu liegen. Das sieht jetzt irgendwie heute noch viel schlimmer aus als gestern.
Na gut, dann werde ich mal anfangen, das Ganze hier rauszuräumen. Denn wir haben hier ja noch ein Feld vor uns, diese Woche auf jeden Fall noch. Und das muss ja auch irgendwo hinfallen. Und wir müssen schließlich da hinten und ins Klo und ans Wasser ran. Deswegen kann das nicht alles hier immer so rumliegen. Na gut, werde ich mir mal die Schubkarre holen und dann geht's los. Das muss jetzt erstmal reichen. Ich habe jetzt den gröbsten Teil weg. Hier stehen leider die Bretter drauf. Da habe ich jetzt noch keine Lust, das alles hin und her zu schaufeln. Die Bretter wollen wir uns nämlich hier in den Raum reinziehen dann später. Von daher macht es jetzt nicht viel Sinn, das alles nochmal anzufassen. Ach, ich glaube, die Ecke hier vorne mache ich noch weg. Und dann ist erstmal Schluss hier vorne. Denn als nächstes kommt ja dieses Fach hier dran und da kommt sowieso nochmal eine ganze Menge runter. Also muss ich jetzt hier nicht alles perfekt ordentlich hinbekommen. Tja, und dann mache ich jetzt hier mal noch die eine Schubkarre weg und dann geht es wahrscheinlich da oben runter. Gut, das erste Drittel, oh, fast die Hälfte, habe ich schon geschafft. Da unten sieht es wieder chaotisch aus ohne Ende, aber gut, das ist eben der Prozess. Sieht immer erstmal alles viel schlimmer aus als vorher. Jetzt muss ich, glaube ich, die Schubkarre da wegmachen, damit mir nicht alles auf die Schubkarre fällt und die Schubkarre kaputt geht. Ja, ich muss echt sagen, zu zweit ging das gestern echt deutlich schneller, denn ich habe ja mal die Bretter unten weggeschlagen und Uwe hat die Staken rausgehebelt. Hier sind zum Glück nur Staken drin und eine Schicht Bretter, das heißt, es geht relativ gut, aber es ist eben trotzdem sehr anstrengend für die Arme. Deswegen werde ich jetzt erstmal eine kleine Pause machen, die Schubkarre unten retten und dann geht es hier oben weiter. Mal sehen, wie weit ich heute noch komme. Ich kann heute auch nicht den ganzen Tag hier bleiben. Aber ich muss echt sagen, ich bin super froh, wenn dieser ganze staubige Kram dann hier, also gerade hier mit dem Lehmstaub, der ist so fein, der geht echt überall durch und da bin ich echt froh, wenn wir das hier hinter uns haben, was ja dann eigentlich nächste Woche so ungefähr dann der Fall ist, beziehungsweise unten müssen wir ja dann auch noch einiges wegmachen, aber es neigt sich langsam dem Ende zu und das finde ich ja sehr beruhigend, dass das Ganze dann irgendwann auch mal ein Ende hat. Okay, gut, jetzt mache ich erstmal ein Päuschen und dann geht's weiter. So, das Ganze ist jetzt schon ganz gut fortgeschritten. Ein paar habe ich noch geschafft. Hier vorne, der war wieder wie ein erster. Das heißt, an dem habe ich, glaube ich, 20 Minuten oder so dran rumgewurschtelt. Naja, ist eben so. Und morgen geht es dann weiter hier mit den hinteren. Und dann kann Uwe hier vorne den runternehmen. Ich weiß gar nicht, ob er den jetzt schon runternehmen wollte. Auf jeden Fall können aber hier die Balken wieder aufgedoppelt werden und dann kann ich mich daran machen, dieses Feld voll zu machen. Damit wir jetzt hier überhaupt die Felder zumachen können, muss ja erstmal dieser Balken hier hinten ab. Den habe ich hinten schon angefangen zu lösen. Alle anderen Schrauben haben jetzt auch schon ordentlich Rostlöser gekriegt. Ich habe leider keine Nuss, die groß genug ist für meinen Schlagschrauber, also muss ich das echt alles jetzt mit einem kleinen Schlüssel machen. Mal sehen, ob ich alle abkriege. Das war ein ganz schöner Akt, aber jetzt ist mir auf jeden Fall warm. Weil wir den Balken ja jetzt von unten wieder reinsetzen wollen, markiere ich mir jetzt gleich mal
seitlich die Balken überall, damit wir den dann später von unten hier noch auskerben können und dann genau von unten in die Balken reinsetzen. Und damit ich nicht später grob messen muss, markiere ich es mir gleich. Ja, krass, wie schwer Holz sein kann. Ich habe den Balken jetzt wenigstens so weit nach hinten gezogen, dass wir die beiden Felder hier jetzt komplett aufdoppeln können. Und da hinten ist ja noch der Drempel. Der Drempel, der muss ja dann auch mit den Deckenbalken verbunden werden. Ja, war eine ordentliche Wucherei. Kaum bin ich mal am Vormittag nicht da, macht Uwe gleich schon wieder Rambazamba hier oben. Jetzt sind die Balken schon mal weg und da ist noch meine Aufgabe für heute fertig zu machen. Und ja, mal sehen, wie lange es dauert. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole? Back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring of my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my spinning ball, I'm remembering the words you told. Back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Also, dass das Anbauen von diesen Teilen da oben so lange dauert, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich habe da jetzt wirklich den ganzen Tag dran gesessen, mit Zuschneiden und Anpassen und wieder ausmessen. Und ach, naja, jetzt ist alles dran. Jetzt fehlt nur noch hier unten ein Haken und der zweite Teil von der Leiter.
und dann geht's endlich weiter mit dem Schornstein. Heute geht's am Fürst weiter und am Schornstein. Ich muss jetzt erstmal da hinten die Fürstziegel noch hinter den Schornstein legen, damit ich da auch die Abdichtung dann passend ansetzen kann. Und danach kann ich loslegen mit den Seiten. Und als letztes kommt halt die Fläche hier vorne, die dann auch mit Schiefer verkleidet wird.
und der Schornstein ist fertig. Komplett eingedeckt mit Schiefer. Ich bin ganz zufrieden. Sieht schön aus. Es ist Freitag und ich bin heute Morgen mal wieder mit auf der Baustelle. Und was mache ich immer als allererstes, wenn ich auf die Baustelle komme? Genau, Gartenrundgang. Und schaut mal, in den letzten 3-4 Tagen hat es ja immer mal wieder geregnet. Die Sonne hat aber trotzdem geschienen. Und es ist Wahnsinn, was so ein Wetter im Garten verursacht. Also die Erdbeeren waren auf jeden Fall, die Erdbeeren sage ich schon, die Erbsen, sind ein Riesenstück gewachsen. Die Karotten, die ich hier drin habe, alles gewachsen, die Salate, hinten die Gurken werden jetzt auch schon langsam größer. Und was mich besonders freut, guckt euch mal an, wie viele Erdbeeren hier dran sind. Wir haben jetzt schon einige, die schon rot geworden sind, aber da muss sich irgendjemand dran bedienen, entweder Mäuse oder Vögel. Direkt am Anfang dieser Woche, also am Samstag, habe ich mir ja das Knie so ein bisschen überlastet und gedehnt oder irgendwas. Zum Glück hatte ich am Dienstag direkt meinen monatlichen Physiotermin. Aber trotzdem habe ich die ganze Woche mit dem Knie zu kämpfen gehabt, dass ich Schmerzen hatte. Und jedes Mal, wenn ich dann doch noch auf die Baustelle gegangen bin, bin ich irgendwie noch umgeknickt zusätzlich mit dem Fußgelenk. Und dann hat das auch noch mördermäßig wehgetan. Und wenn man so deutliche Signale vom Körper kriegt, dass man mal die Füße stillhalten soll, dann muss man da natürlich drauf achten. Und das fällt mir gerade total schwer, das zu beachten, weil unser Haus noch so aussieht, wie es jetzt aussieht, vor allem innen. Und wir aber halt in den nächsten 5 bis 8 Wochen da eingezogen sein müssen. Und das macht mir natürlich schon Bauchschmerzen. Und aber andererseits, wenn eben das Knie komplett ausfällt und ich gar nicht mehr laufen kann, wäre es noch viel schlimmer, als jetzt halt die Woche weniger zu machen und dafür dann nächste Woche wieder. Also ich hoffe mal, am Sonntag kommt mein Schwesterherz vorbei und kümmert sich auch nochmal kurz um mein Knie. Also vielleicht hilft das ja nochmal ein bisschen, dass es dann besser wird. Das Thema Gesundheit hatten ja, glaube ich, letzte Woche Mädels at Work angesprochen und das ist tatsächlich ein sehr wichtiges. Man muss schon immer schauen, dass man Pausen zwischendurch macht und auch in Zeiten, wo man wirklich viel zu tun hat und hintereinander wegarbeiten muss, muss man eben auch trotzdem Pausen einlegen, weil ansonsten macht man sich wirklich kaputt. Ich nutze die Pausen dann meistens, um im Garten irgendwas zu machen und irgendwo Unkraut zu zupfen oder sowas. Aber manchmal muss man eben auch wirklich richtig stillhalten. Bevor Uwe kommt, werde ich mich jetzt aber mal hier an die Spinaternte machen. Die sind nämlich jetzt schon dabei zu schießen. Und die packe ich jetzt alle in Tüten rein und dann ab in den Tiefkühler. Also ich tippe eigentlich wirklich eher auf Vögel. Uwe, wir haben ein Paket. Ja, da kam was an. Ich habe da nämlich was bestellt. Ja, ich habe jetzt so nämlich beim Lieblingsrudel ein schönes Video gesehen, wo er diesen Waschtisch, glaube ich, geschreinert hat. Und da hatte er eine schöne Empfehlung für Schleifscheiben. Und die habe ich dann natürlich gleich mal bestellt. Und da gucken wir jetzt mal, wie gut die sind. So. Ein kleines Paket, großes Paket für so ein kleines. Ja, ist das etwa eine Mogelpackung? Die Kamera will ich schon wieder nicht scharf stellen. Ah, jetzt. Aha, sehr schön. Darf ich die gleich ausprobieren? Ja, die darfst du gleich ausprobieren. Hm. Mal gucken, welche wir dann für was nehmen hier. Sind so unterschiedliche? Ja, sind unterschiedliche. Sieht aus wie so ein Aufsatz von einer Küchenmaschine. Ja, ne? So. Stimmt, den hätten wir auch nehmen können, richtig. Wir halten einfach mal die Diele an die Küchenmaschine. Ja, nee. Das ist nämlich so ein Viererpack und dann... Ja, pack mal eine aus und zeig mal, was das ist. Ja, das ist hier so ein Wolfram-Karbid. Und die Dinger sollten ordentlich schrubben. Dass der, wie eine dicke Feile. Dass der Lack runtergeht auch gut. Genau, dass man den Lack damit runterkriegt. Wir haben nämlich auch noch Ochsenblut auf den Dielen drauf und damit soll das wohl ganz gut gehen. Dann probieren wir gleich mal aus. Jo.
So, erster Versuch. Wow, das geht ja echt ratzfatz. Vielleicht soll ich das bei den Türen auch machen. Dann sind die Türen aber ganz schnell weg. Ja, also es nimmt auf jeden Fall eine ganze Menge Material runter. Hier sieht man auch nochmal schön, dass hier an den Seiten ganz schön viele Löcher schon drin sind. Ja, aber funktioniert sehr gut. Das ist ja mal schon mal schön. Ich meine, danach muss man natürlich nochmal ein bisschen gerade hobeln alles, aber das ist doch mal ein Plan. Zweite Leiterhaken ist jetzt hier unten auch dran. Das war jetzt eine ganz schöne Fummelei mit dem Ausgerichte. Aber jetzt passt alles. Jetzt kann ich loslegen und hier weiter eindecken. Und, haben wir ein fertiges Dach? Nein, leider noch nicht. Ja, uns ist ja leider das Wetter ein bisschen in die Quere gekommen und dann konnte ich nicht mehr laufen plötzlich. Und, ja. Tja, da kann man nichts machen. Es ist, wie es ist. Genau, aber ich habe den Fürst fertig und... Jetzt kommt nicht mehr ganz so viel Fummelkram. Genau, jetzt ist noch der Ortgang und die restlichen Ziegel drauf und dann können wir umrüsten auf die andere Seite. Ja. Ja, die Regenrinne noch. So. Ortgangbretter. Also ein bisschen ist schon noch was zu tun, aber der Bärenanteil ist jetzt wirklich erledigt. Also genau. Ein ja. Großes Yay. Ja. Und wir haben in der jetzt gerade ein sehr schön offenes Wohnzimmer. Ja. Also, wie ihr gesehen habt, wir haben ja da wirklich jetzt auch alles rausgerissen diese Woche. Schön hell. Ja. Kommt von den Dachfenstern das ganze Licht nach unten. Genau. Ja, also es bleibt weiter spannend, ob wir das in den nächsten 5 Wochen schaffen.
froh dann in den nächsten 8 Wochen. Bis genau. Dahin müssen wir ja wirklich ausgezogen sein. Also Ende Juli müssen wir ja raus sein. Und naja. Strammer Zeitplan. Okay. Na gut, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Lass dein Abo da. Wir haben fast die 2000, fast die 2000 Abonnenten geknackt. Ja. Geht gar nicht mehr viel. Also abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vielleicht seid ihr der 2000ste. Ja. Na dann, tschüss. Tschüss. Das letzte Mal diesen schönen Ausblick hier oben vom Dachfürst. Tja, geht hier ganz schön weit runter.